Oh ja, also wir forschen noch fleißig an den Pfauen weiter und bereiten so langsam das Gehege für die Mandrille vor. Das seht ihr auf jeden Fall jetzt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten. Und schreibt gerne was in die Kommentare rein, falls ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt. Jetzt erstmal viel Spaß bei Planet Zoo. Woo! Die Leute werfen uns weiter Rachen in den Geld, ja? Her mit den Rachen. Wir brauchen das Geld dafür. Also wer Rachen hier reinwirft, bekommt wahrscheinlich auch Geld zurück. Die Spenden laufen auf jeden Fall. Wir sind 1900 Dollar im Plus. Und das nur durch Faun. Also fast nur durch Faun. Wir hatten aber neue Sachen freigeschaltet für die Faun. Müssen wir mal gucken eben hier. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Der blaue V. Wir haben jetzt hier den Sprinkler. Und wir sehen ja hier die Temperatur. Im Gehege, der Sprinkler kann so ein bisschen gegenregulieren. Und das versuchen wir jetzt auch mal an dieser Stelle. Okay. So. Und die Temperatur senken wir hier mal so auf 19 Grad. Ich glaube, das ist ganz gut für den Sprinkler. Auch hier nochmal so auf 19 Grad runter. Auf 20. Und auch den senken wir runter auf 18 Grad. Und das gefällt den Frauen. Die werden nämlich hier nämlich jetzt gleich mit spielen. Ja, er läuft hier auch schon hin, hier unsere kleine Dame, die Ahana. Und wir sehen auf einmal, zack, alles 100%. Super. So wünschen wir uns das. Und das heißt, der Nachwuchs wird jetzt hier gleich richtig losballern. Also, das wird nicht lange dauern. Das wird nicht lange dauern. Da werden die hier richtig Gas geben gleich. Die Forschungsstufe 4 bei den Faunen ist auch gleich erreicht. Da bekommen wir dann, also hier haben wir schon mal plus 15% Fortpflanzungsbonus. Die bekommen jetzt gleich noch besseres Essen, gibt einen weiteren Wissenseintrag und Wissenstafeln bzw. Wissensstände vermitteln 50% mehr Bildung. Wir gucken uns mal die Leute hier an. Bildung ist gleich so, lala. Eher so, boah, ja, in der Schule nicht aufgepasst, keinen Bock gehabt. Dementsprechend setzen wir hier nochmal so einen Infolautsprecher hin. Und drehen die Lautstärke ein bisschen höher, dann ist der Radius nämlich auch gleich weiter. So wünscht man sich das eigentlich, ne? Und wir kopieren das jetzt ganz, wir kopieren ihn jetzt mal und setzen ihn an die Stelle hier. Achso, Bildungsinhalt ist natürlich V. Haha. Wir beim anderen auch gleich mal machen sollen. Das heißt, wir bewegen die noch ein Stück weit weg. Immer hier hin, Bildungsinhalt V. Auch hier nochmal ein bisschen mehr. Und Bildungsinhalt V. Gucken wir mal. Bildung steigt nicht so ganz, ne? Vielleicht kommt das im Laufe der Zeit. Die Leute müssen sich ein bisschen länger hier aufhalten im Zoo. Und dann kommt die Bildung bestimmt von ganz alleine. Hier bei den Faunen ist jetzt gerade Fütterungszeit. Wir haben eine weitere Forschung abgeschlossen für die Faunen. Ja, nochmal drei Gegenstände freigeschaltet. Das hatten wir eben gerade schon mal kurz gesehen. Also besseres Futter, Premium-Futter. Einen weiteren Wissensfakt. Das sind die Infos, die wir im Forschungsstatus hier sehen. Und wir haben jetzt die Beschäftigungs-Futterbox gerade freigeschaltet. Eine Sache ist hier noch gesperrt, an der forschen wir jetzt aber auch gerade. Das heißt, wir gehen nochmal ins Gehege rein. Wir haben jetzt hier die Beschäftigungsfutterbox und gucken mal, wo wir die am besten hin platzieren können. Irgendwo einen coolen Ort dafür. Moment. Hier. So, zack. Die hier hin platziert. Und in der Hoffnung, wobei wir können mal gucken, ob wir die ein bisschen verschieben können. Hier vorne an die Ecke vielleicht. Ja, da geht's nicht, aber hier geht's. Dann gucken wir mal, dass wir die verschieben. Maximal hier, okay. Gut, eure Leute freuen sich. Und die Tiere sind jetzt natürlich total happy. Bis auf die Tatsache, dass die Sauberkeit im Gehege nicht so ganz so gut ist. Aber vermutlich macht der Flieger gerade Pause. Für uns auch in dem Zusammenhang auch mal die Gehälter an. Das ist auch wichtig. Hier fehlt nämlich wieder was, 1600. Damit ist er happy. Und hier brauchen wir ein bisschen mehr. Nur 2000, nee, 200, nicht 2000. Da fehlt eine 0. 2100. Ah, okay. Jetzt passt das Tierarzt
2100. Und beim Tierpfleger werden wir auch nochmal weiterbilden und auch beim Tierarzt. Wir wollen nämlich hochqualifiziertes Personal hier sitzen haben. Wir wollen nur die Besten der Besten haben. Mit nichts Geringerem geben wir uns. So, die Leute schmeißen weiter hier ihr Geld hier rein und damit sie auch genug Geld dabei haben, stellen wir mal so einen kleinen Geldautomaten hier hin. So ganz dezent, so hey, bitte spendet doch und werft auch noch dann und holt noch ein bisschen Geld von der Bank, damit ihr weiter spenden könnt. Wir brauchen natürlich auch eine Sicherheitskamera, auch das ist nicht ganz unrelevant. Hier stellen wir mal, da können wir sogar hier oben drauf packen, aufs Gebäude. Ich würde sagen, wir stellen die mal an die Stelle hier. So. Und das Coole ist, wir können jetzt diese Kamera hier anklicken und können eine Kamerasicht angeben. Das heißt, wir beobachten jetzt hier den Pfad hier. Und auch ein kleines nettes Feature. Wir sehen hier unten, welchen Tag wir haben und welches Jahr und auch die Uhrzeit jeweils. Sehr, sehr schön gemacht, sehr cool. Wir können sogar Tiere heimlich beobachten. Wir können sogar ranzoomen hier. Ah, der Herr. Ich wollte gerade sagen. Schön die Scheiße wegmachen hier. Und wir sehen natürlich auch, wenn die Leute ihr Geld reinschmeißen. Perfekt. Na? Kauft ihr was ein? Na? Kein Hunger? Schade. Hier ist eine Gruppe von Rowdies, das sehe ich auch schon. Das sind Rowdies hier. Oder auch nicht. Was hat denn der da in der Hand? Eine Sprengstofffalle? Ich hoffe nicht. So, wir lassen diese Sicht der Kamera mal drin. Und eigentlich bräuchte man Sicherheitskraft, aber erst ich stelle erst Sicherheitskräfte ein, wenn die Meldung kommt. Vorher passiert eigentlich nicht viel. Gut, wir haben den nächsten Schritt der faulen Forschung haben wir abgeschlossen. 30% Fortpflanzungsbonus, wow. Und einen weiteren Wissenseintrag. Nehmen wir dann jetzt hier. Das ist dann die Skala hier zeigt den Gefährdungsgrad an. Also ist dieses Tier in der freien Wildbahn gefährdet oder nicht? Aber die Faunen sind absolut nicht bedroht. Und wir haben nicht schon wieder Nachwuchs bekommen. Ich glaube ja, ne? Ja, die haben noch mehr Babys bekommen, glaube ich. Das können wir auch relativ einfach sehen, indem wir das Gehege anklicken. Und dann hier im oberen Reiter auf Tiere. Und sehen wir halt ein paar hier rumlaufen. Okay, wir können es aber auch hier über die Tiere, über das Tiermenü machen. Und sortieren es einfach nach Alter und sehen. Nee. Okay. Doch nichts Neues da. Ich bin mich jetzt auch sehr gewundert, wenn die jetzt schon wieder Nachwuchs bekommen hätten. Können wir mal gucken. Das müssten die hier sein. Die hatten wir uns, glaube ich, schon angeschaut, oder? Ja, ich glaube, die hatten wir uns schon angeschaut. Doch, doch. Hatten wir. Ja. Das sind die nicht ganz so prächtigen Exemplare. Das ist aber nicht schlimm. So, die Veterinärforschung ist gleich durch. Die Technikerforschung, da haben die schon wieder keinen Bock. Müssen wir wieder neu anschmeißen. Dass die dann quasi auch läuft. Und das nächste Gehege platzieren wir dann hier oben. Das können wir eigentlich auch schon mal bauen. Überlege ich gerade mal, was für Tiere wir denn da reinsetzen können. Ich habe noch einen Mandrill. Ich glaube, den könnten wir reinpacken. In das Gehege. Das heißt, wir bauen hier so einen kleinen Affenstall. Den können wir schon mal bauen, während die Forschung noch läuft. Das heißt, wir brauchen hier wieder Barrieren. Die müssen ein bisschen höher sein. Und auch die wird wieder 10 Meter lang. Also 10, 20, 30, 40. Dann kommt die Biegung. 10, 20, 30, 40 Meter, so. Und dann packen wir jetzt hier Glas rein. 30, 40. Und hier die Ziegelwand, wobei... Die können wir nicht.
Oder können wir Gran abschneiden? Doch, können wir auch einen Gran abschneiden. Alles klar. Das heißt, das hier wird unser Bereich für die Affen. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, dass wir den auf jeden Fall ein bisschen höher bauen müssen. So 10 Meter sollte okay sein. Das ziehen wir schon mal hoch hier. So. Aber wir wollen nicht, dass die Affen ausbrechen. Wäre sicherlich lustig. Allerdings. Das können wir im späteren Verlauf mal schauen. Vielleicht setzen wir auch mal einen Affen zusammen mit einem Löwen oder so. Gucken, was passiert. Ob die sich gegenseitig zerfleischen oder nicht. Und wer den Kampf gewinnt. Das heißt, bei den Pfauen müssen wir natürlich auch ein bisschen höher gehen hier. So. Natürlich brauchen wir auch da wieder einen Gehegeeingang. Den platzieren wir an die Stelle hier. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar... Ach Moment, wir haben eine Forschung fertig, ne? Wir haben eine Erdforschung abgeschlossen für die Pfauen. Und das dürfte jetzt die letzte Stufe gewesen sein. Schauen wir eben rein. Ja. Wir haben ein Spielzeug bekommen. Das packen wir jetzt nochmal ins Gehege rein. Gucken wir mal. Hier, das Spiegelmobile. Damit können die Pfauen auch spielen. Und das setzen wir an dieser Stelle hier mal ran. Beziehungsweise setzen wir vielleicht auch im mittleren Bereich hier nochmal eins hin. So auf die Ecke hier. Und wir hoffen natürlich, dass die Pfauen damit dann auch spielen. Im Moment ignorieren sie es noch. Das ist auch interessant. Die Intelligenz eines Tieres wird ja auch daran gemessen, ob es sich selbst im Spiegel erkennen kann oder nicht. Und es gibt wenige Tiere, die es können. Schweine können zum Beispiel sich selber im Spiegel erkennen. Und auch einige Affenarten. Das heißt, also es ist halt die Frage, hat dieses Tier ein Bewusstsein? Und dann ist halt die Frage, sollte man so ein Tier dann essen? Gut, aber wir setzen jetzt erstmal hier für unseren Affenstall die Wege. Und in diesem Fall können wir sogar mal schauen. Mal hier ran. So. Dann würde ich gerne auch mal versuchen. Das klappt hier jetzt aber nicht. Ja, wir machen das mal anders. Ich würde nämlich ganz gerne eigentlich den hier auch noch eine Möglichkeit geben, dass man hier noch ein bisschen dichter am Gehege dran ist. Ein bisschen gucken kann noch. Heißt so. Und wir bauen jetzt einen weiteren Pfad. Moment. Das würde ich ganz gerne einen weiteren Pfad bauen. Ah, Moment, ich glaube, das geht über. Ich glaube, das können wir anders machen. Und zwar. Über die Wege. Ah, jetzt gehen. Jetzt ist hier wieder der Bug, dass wir das Wege-Ding nicht aufkriegen. Über Rasterausrichtung hier. Raster auswählen. Oder? Ja, oder auch nicht. So geht's. Ich glaube, wir müssen es doch nochmal abreißen, alles hier. So. Dann jetzt hier Rasterausrichtung. Raster auswählen. Nee, hier geht es nicht. Dann müssen wir es hier versuchen. So. Ja, das wäre auch zu einfach, wenn es jetzt so funktioniert hätte, ne? Ach, come on.
wir das Gehege noch ein bisschen bearbeiten hier. Können wir sie nicht gerade verschieben hier? Ich würde es ganz gerne verschieben eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier. So. Ah, guck mal, ob das klappt jetzt. Zumindest ein bisschen besser aus. Ah. Ich werde mal eine Winkelausrichtung nehmen. 90 Grad. Können wir hier ein Raster auswählen? Ja, das können wir. Das Problem ist, okay, dass ich. Wir sollten das. Glaube ich, an der Stelle lassen und ganz normal bauen. Beziehungsweise ein bisschen mehr Abstand haben. Wir müssen ja ein bisschen vom Gehege wegtreten. So. Und machen wir es so. Ich glaube, das ist ganz cool. Ach, nee, es sieht scheiße aus. Mist. Das sieht echt nicht cool aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Nee. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber vielleicht können wir, wenn wir den Punkt... Ach Gott, das ist wieder ein V-trächtig. Vielleicht können wir es von hier aus so machen. Und sagen jetzt, okay, Wege ist wieder verbuggt. Rasterausrichtung hier. Ah, viel besser. Dann können wir nämlich hier so einen breiten Weg bauen. Das hier miteinander verbinden. Dann löschen wir das hier. Und löschen die Wege hier auch nochmal. So. Das scheint jetzt zu funktionieren. Rasterausrichtung. Wir wählen das Raster hier, zack. Da kommen wir nicht hin. Schauen wir mal, dass wir es auch nochmal behoben bekommen. Wir müssen einfach ein bisschen rüberziehen. Das Spiel hier auch dahin packen. Dann bearbeiten wir die Barriere. Und ziehen die so ein bisschen rüber. Und dann? Ich glaube, dann geht's. Ja. Das funktioniert hier. Fantastisch. Und so können wir den Weg hier verbinden. Und jetzt haben wir hier eine riesengroße, schöne Plaza. Und bauen jetzt hier bei den Einrichtungen ein paar Picknickbänke hin. Damit Leute hier sitzen können, ganz gemütlich. Und damit das auch alles vernünftig aussieht. Kopieren wir... Ach nee, können wir nicht. Okay. Ich dachte, wir können ja auch hier... eine erweiterte Ausrichtung machen. Okay. Da kommen die paar Picknickbänke hin. Dann kriegen wir natürlich auch noch Mülleimer hier dazwischen. So. Dann gucken wir, was die Natur nochmal hier so hergibt. Wir haben so ein paar Hecken hier. So ein paar kleine Sträucher. Der nächste V-Nachwuchs ist da. Wer hätte es gedacht? So, wo sind die kleinen Faunbabys? Die neuen, meine ich. Und ihr seht, das geht halt dann auf einmal rasend schnell. Ist halt schon abnormal dann. Hier auch wieder die Mitarbeitereinrichtung, müssen wir auch weiter erforschen. Tiere. Alter 0. Da wollen wir hin. Müsste das hier sein, oder? Ja.
Lebenserhaltung 58%, okay. Immunität 50% auch, okay. Warten wir einfach mal ab. Ne? Süß, der Kleine. Und die Besucher freuen sich darüber. Sehr gut. Hier wird unser Affenhaus. Und da sehen wir schon so einen kleinen Baum, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Moment. Wollen wir einen Faun rauf platzieren hier? Plopp. Okay, läuft einfach durch. Alles klar, der ist super entspannt, der ist super gut drauf. Ja, alle Tiere sind irgendwie super entspannt und super gut drauf. Und die Mandrill werden jetzt auf jeden Fall einziehen in der nächsten Folge. So viel kann ich schon mal spoilern. Und dann haben wir halt so einen wirklichen Affenstall. Woo!